Moin Moin aus Hamburg. Geiler Tag heute. Einer meiner Klienten, der Ende Februar 2018 einen schweren Autounfall hatte, ja, Opfer eines Geisterfahrers und hat das echt knapp überlebt. Ja, zunächst macht er ganz tolle Fortschritte und jetzt fährt wie üblich ein Auto vorbei, wirklich klasse. Und dann auf einmal kam es zu einer Pseudarthrose im einen seiner Unterschenkel. Eine Pseudarthrose ist ein Falschgelenk, das heißt, die Knochen wachsen nicht so zusammen, wie man sich das vorstellt. Und heute haben wir eine CT-Kontrolle hier im BG-Klinikum gemacht und der Knochen wächst zusammen. Total super. Ich habe jetzt gerade einen sehr glücklichen Klienten erlebt und ich bin auch mega froh, dass das so ist, weil wir haben jetzt ein Ziel, wann er nach Hause kann. Zurzeit ist er noch stationär in der Reha und im August wird es nach Hause gehen. Er darf jetzt in die Vollbelastung gehen. Und dann unterhalten wir uns über Arbeit und all solche Sachen und zu Hause klarkommen und das wird eine spannende Sache. Also, habt noch einen schönen Tag und ja, schöne Grüße aus Hamburg. Bis dann, tschüss.